Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim KIMI-Report an diesem Samstag, den 4. Juni, zu einem weiteren Talk. KIMI-Report, die Geschichte hinter der Geschichte. Und auch heute schauen wir hinter eine besondere Geschichte. Bei uns im Studio ist Frau Nika Fischer. Herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind. Aus der Basel-Landschaft in die urbane, neurotische Neubadquartier. Ne? Und am besten, damit die Leute schon ins Thema ein bisschen reinkommen, es geht um Widerstand, weil der Titel der Sendung ist Widerstand, war da nicht mal was? Ne? Also schon ein böser Titel. Mhm. Machen Sie sich gefasst, okay. Dass Sie sich kurz vorstellen, ja. Wer Sie sind, was Sie vorstellen, was Sie dann da machen in dieser Bewegung, da kommen wir darauf zurück. Okay. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dass wir hier sein dürfen. Also wir heißt Terra. Terra ist der Verein, der gegründet wurde. Ich bin die Präsidentin von Terra Rainach. Basel-Land. Basel-Land, ja, genau, Basel-Land. Muss man dazu sagen, stimmt. Ich gehöre zum Team, das sich vorgenommen hat, Widerstand, was mal war und was vielleicht wieder kommt, die gute Zeit dazwischen zu nutzen und die Menschen zusammenzubringen. Und es hat immer auch damit zu tun, dass wir neue Wege finden müssen, wie wir zusammenarbeiten, was wir zusammen machen und vielleicht auch die Brücke schlagen vom Alten zum Neuen. Woher kommen Sie? Also der berufliche Hintergrund ist vielleicht noch spannend, weil das tönt ja schon ziemlich professionell mit Brücken schlagen und so. Also. Viele Wege führen nach Terra. Also ursprünglich mal kaufmännische Angestellte, daher die Möglichkeiten, die ich einbringen kann. Im Ausland Firmen aufgebaut, wieder zurück in die Schweiz, das ist die Kurzfassung. Reorganisationen in Firmen. Selbstständig, im 2000 Ausbildung Webmaster, Webdesign, Mutter von zwei nun erwachsenen Kindern, gehört auch dazu. Unerwachsen? Oder schon jetzt erwachsen. Jetzt erwachsen. Ja, genau. Jetzt erwachsen. Auslandaufenthalte, ja, was soll ich sagen, Wirtschaftskrisen in Dubai, zurück in die Schweiz. Also Aufbau und etwas Neues gestalten, das liegt scheinbar in meinem Lebenslauf drin. Und jetzt seit 10 Jahren Coach, was ich immer gemacht habe, auch im emotionalen Bereich, Lebensführung. Aber was mich besonders fasziniert, Hypnose auch. Okay. Du guckst, falls ich so langsam wegkippen soll, dann ist das zu heftig, oder? Dann kommst du mich schütteln, lieber Niklas. Wie kam es zum, dauert noch einen Moment. Okay, wie kam es zum Engagement, sagen wir, in dieser Pandemie ausgelösten Bewegung von Ihnen? Also gab es da so einen Trick, da muss ich was machen, das läuft nicht gut? Oder war das wie die Jungfrau zum Kind? Nee. Sie wurden angefragt, glaube ich nicht. Aber nein, es ist mehr die letzten 2 Jahre geniale, die ihre Reports schauen. Ne? Und irgendwie Ende letztes Jahr gab es nochmals eine Welle, da wollten die Menschen sich zusammenschließen, eine Vereinigung finden und das möglichst schweizweit. Mhm. Und da kommt sicher noch die Frage, welcher Verein war denn das? Dozi. Ich warte mal ab. Ne? Und aus dieser Erfahrung, relativ kurzen, aber sehr heftigen Erfahrung, habe ich natürlich dann die Konsequenzen gezogen, weil ich finde, es ist etwas, das die Menschen brauchen, bekomme ich auch das Feedback. Und ja, so bin ich also nicht wie die Jungfrau zum Kind gekommen, sondern hatte eine kleine Erfahrung, kurzfristig intensiv und jetzt ist es intensiv Terra. Und was, also Sie haben gesagt, Sie sind Präsidentin von Terra Rainach/BL. Was macht eine Präsidentin von Terra Rainach? Einen Verein führen. Also die Form ist Verein. Ja. Ja? Die Form ist Verein. Also die ganz normale, einfache Schweizer Möglichkeit, etwas zusammenzutun, ist die Vereinsmöglichkeit in der Schweiz. Und Terra ist, wie viele andere gute andere Vereine, sind wir mal in dieser Form vorhanden.
muss nicht die letzte sein, aber ist jetzt die Wahl, die wir getroffen haben. Der Name Terra, die La Terra, die Erde, hat das wirklich mit Erdung zu tun oder wie kam es zu diesem Vereinsnamen? Es war ganz spannend, weil wir hatten Arbeitsgruppen zusammengestellt und da war die Frage, wie sollen wir jetzt heißen? Danach, kommt nachher. Und dann war das ein Brainstorming und die Menschen, also die Gruppe, 6 Leute, die hatten die Aufgabe, Namen zu bringen. Und dann war darunter auch Terra. Und das Argument war, es soll ein Name sein, der stark ist, aber auch weich. Also soll ausklingen. Und da kam Terra ins Spiel. Also auch so etwas in der Richtung, dass wir bodenständig sind. Darum auch Terra, das hat gepasst. Und die große Gruppe hat dann sich für Terra entschieden. Und so kam es. Und ihr habt eine Homepage, eine Website. Ja. Das ist terra-reinach.ch. Ja. Okay. Und ihr seid ja, Sie sehen, ich baue die Frage auf. Ihr seid ja Separatisten, oder? Ihr seid abgesplittert, abgesprungen. Was macht dieses Terra Reinach? Was macht die als Organisation? Hat sie da so ein USP, also ein besonderes Merkmal? Oder ist was jemand, der jetzt das erste Mal bei KIMI Report reinplumpst und hört, Sie sind Präsidentin von Terra Reinach, was darf sich diese Person vorstellen, was man da macht? Ihr seid ein Verein, ihr seid keine politische Partei, ihr seid auch nicht ein kirchliches Hilfswerk. Mhm. Also was macht ihr oder was macht diese Terra? Was ist der Hintergrund? Ja? Okay. Absicht von Terra ist erstens mal Menschen zusammenbringen mit ihren Fähigkeiten, weil es gibt viele Menschen, die haben Fähigkeiten, die werden aber nicht genutzt. Das zweite ist ganz sicher, Menschen wieder näher zueinander bringen, also aktiv werden zu lassen, sie motivieren, sie reinbringen ins Ganze. Es sind Kreise, 150 Leute Maximum. Das heißt, wir haben eine kleine Gemeinschaft und die dürfen dann auch wachsen, also es darf weitere Gemeinschaften dazugeben. Also eine Gemeinschaft hat 150 Leute? Ja, nicht mehr. Okay, das ist kein Zufall, oder? Nein. Eben. Weil das irgendwie Menschen haben in diesen Größenordnungen in der Regel am besten zusammengearbeitet, anthropologisch. 100 bis 150 Menschen. Okay, ja. Und es dürfen natürlich, und das ist die Hoffnung von Terra schweizweit, solche Vereine entstehen, aber wir haben eine klare Struktur. Also wir haben auch Backups, wir haben Möglichkeiten, die wir weitergeben können, sodass die nächsten Vereine nicht einfach in der Luft hängen und nicht wissen, außer dass sie Terra heißen. Gibt es irgendwie auch Terra Schwammendingen oder seid ihr die Einzigen noch? Nein, es wird in Kürze Terra Spiez geben. Die sind bei uns wirklich aktiv auch schon dabei und in der Kerngruppe Reinach mit dabei. Und es sind andere, die sich jetzt sehr dafür interessieren und sich anschließen werden, so wie ich das sehe. Passt das, ja. Ich meine, es gibt ja diesen 1000-Affen-Effekt, oder? 1000 Monkey, das sind Affen auf einer Insel, die haben keine Fähre und die machen was und plötzlich beginnen die anderen Affen auch auf der anderen. Genau. Hat nichts zu tun mit Affenpocken. Wie schwappt das jetzt von Reinach Basel-Land ausgerechnet ins Berner Oberland spielt? Also wenn es jetzt irgendwie Olten oder Liestal oder so wäre, das wäre aber wie Terra Reinach und dann Spiez. Ja. Habt ihr Meldeläufer da oder so? Nein, wir machen jedes Wochenende so ein großes Feuer auf dem Gempen. Das ist das, was immer so hell ist. Ja, okay. Nee. Spiez, oder die Menschen in Spiez, die gehörten zur anderen Gruppe, die wir verlassen haben und die sind seitdem auch mit uns dabei und auf der neuen Linie fühlen sich alle zu Hause. Ne? Also, das ist kein Zufall, dass es Spiez ist. Nein. Gut, jetzt kommen wir da zu eurem Separatisten-Dasein. Also die andere Gruppe, das ist also kein Gerücht, das ist tatsächlich passiert, da kann ich das Gerücht streichen. Das war urig oder ist urig. Und ehrlich gesagt, das ist so nebst graswurzle.ch. Ich bin nirgends Mitglied, außer bei graswurzle.ch. Das hat aber mit meiner
Freundschaft mit Priska Würgler zu tun und bei der Partei Die Basis in Deutschland. Großartige Partei. Ich bekomme viele Mails. Die meisten Mails sind irgendwie, man hat den Eindruck, es geht, wer ist jetzt wann wieder wo, in welchem Vorstand. Und am Anfang, das war irgendwie die Hölle los, da waren nur die Streitigkeiten. Und das, ich finde, der Grundgedanke war toll, es waren tolle Leute dort. Und es war dann vor der Bundestagswahl. Und das war wirklich nur Querelen, darum auch dieser bittere Titel, Widerstand, war da nicht mal was, oder? Mhm. Und man hat dann, ich glaube, wirklich viele Stimmen vergeben, weil die haben sehr viel, ein bisschen wie die Feinde der Verfassung, die Freunde der Verfassung, die haben relativ schnell viele Mitglieder gewonnen und man hat da wirklich viel vergeben mit diesen internen Streitereien. Mhm. Also Uric kenne ich noch, oder kannte ich noch vor diesem Gespräch. Warum ich das kenne, spielt keine Rolle. Uric Waldenburg war für mich so irgendwie fast eine Festung oder so. Irgendwie wirklich so, als dachte ich, ja, die hausen, hausen dort in Bunkern. Ja, oder? Genau, ja. Die haben viel Dinge eingelagert, egal was, oder? Also keine Waffen, aber sonst Dinge, die man verbrauchen könnte. Und jetzt plötzlich seid ihr dort, Sie korrigieren mich, wenn ich einen Quatsch erzähle. Ihr seid dort weg und habt Terra gegründet. Jetzt ohne da schmutzige Wäsche zu waschen, warum? Warum das? Also eigentlich erfindet man ja das Rad. Irgendwie habe ich den Eindruck, in diesem Widerstand erfindet man das Rad immer wieder neu. Ja. Aber es wird nicht runder. Ja. Anders aber, nicht runder vielleicht. Ja, vielleicht andere Felgen. Ja. Oder so. Also Uric Waldenburg existiert noch. Ein paar Leute von damals. Also die gibt es noch. Mhm. Uric, die das gezogen haben damals, also das Explosive, das wirklich vorwärtsdrängende, das bekannt wurde, das waren ich und Röne. Und natürlich die anderen Leute von der Kerngruppe damals, mehr oder weniger. Es hat einfach mit dem ganzen Konzept und was die Ziele sind, nicht mehr mit uns übereingestimmt. Es gibt auch zwei Wege, kann man sagen. Es gibt ein Video, das wir auch übernommen haben. Das war für uns der Grund, dass wir überhaupt zu Uric gingen. Das war die Gänse, die Weisheit der Gänse. Und das wurde für uns absolut nicht erfüllt. Also, ich denke mal, Uric wird seine Leute finden und mit den Leuten so weitermachen, wie es für sie passt. Für uns hat es nicht gepasst. Wir haben dann auch ziemlich viel Feedback aus dieser Richtung bekommen. Dreckige Wäsche waschen, bringt nicht allzu viel. Also von uns aus gesehen, Uric ist Uric, Terra ist Terra. Also ist das eine regional ist das ja alles noch hier. Mhm. Ist das eine friedliche Koexistenz jetzt oder gibt es da irgendwie auch Grabenkämpfe? Oder? Nein, es gibt keine Grabenkämpfe, wenn du nicht im selben Graben sitzen möchtest. Okay. Na? Also, es ist okay für Terra. Sie machen, was sie tun. Wir machen, was wir machen. Und auf der anderen Seite, es macht keinen Sinn, dagegen was irgendwie aufzuziehen. Die Fragen, die an uns getragen wurden von Leuten, die dabei sind und die nicht weiter wussten, die hatten wir beantwortet und ich glaube, ist okay jetzt. Sie tun, was sie tun. In Deutschland liest man immer e.V., eingetragener Verein. Ist das bei euch auch der Fall? Nein. Nein. In der Schweiz musst du nicht eintragen. Okay. Du kannst, wenn du möchtest, und die Gemeinde je nachdem sagt, okay. Es ist eine Frage, welche Form von Verein das du machst in der Schweiz. Mhm. Ja, also das, und wir haben keinen steuerbefreiten Verein, das ist auch immer buchhalterisch. Das heißt also. Ihr bezahlt Steuern. Alle bezahlen irgendwie Steuern auch. Die Steuerbefreiten ab einem gewissen Betrag. Okay. Das Einzige, ein Steuerbefreiter kann dann sagen, okay, wenn du mir spendest, gebe ich dir eine Quittung, du kannst von den Steuern abziehen. Das geht bei uns nicht. Und wie finanziert ihr euch? Wir finanzieren uns hauptsächlich über die Arbeit, die wir machen. Also das heißt, auch meine Kennenlerntreffs, die zweiwöchentlich stattfinden, aber es ist immer Kollekte. Mhm. Und das ist ein Teil, wo wir auch gesagt haben, auch wir haben keinen Mitgliederbeitrag.
Weil die Idee ist, es wird noch heftiger werden und dann soll es nicht daran liegen, dass der Mensch bezahlen kann oder nicht, dass er dabei ist. Eher eigentlich umgekehrt, dass wir unsere Mitglieder abfangen. Also es ist Schwerpunkt Mensch und zusammen. Okay, und da kommt dir, haltet ihr die Nase über Wasser finanziell? Ja. Gut. Und jetzt, sonst blechen wir selbst. Ne? Trotzdem, wir sind ja, also wie gesagt, kann sich der Widerstand, ich fasse jetzt das mal, einfach die Menschen, die gesagt haben, es sind eigentlich komische Maßnahmen. Ich sage bewusst das Adjektiv komisch, das hinterlässt einen großen Interpretationsspielraum, aber ja, vieles hatte ein Geschmäckle. Ne? Medizinisch, wirtschaftlich, sozialpolitisch, pädagogisch. Und die sind aufgestanden, sind auf die Straße gegangen, haben sich organisiert. Kann sich eigentlich ein ja, wir sind ja die Gallier ein bisschen, nicht? Und die anderen sind die römischen Legionen. Mhm. Egal, ob aus Politik, aus Pharma, okay, aus Big Tech. Und wenn man Asterix liest, ich habe alle gelesen, bis vor kurzem, en français, weil ich finde es wunderbar, man hat den Eindruck dort, die sind sich immer einig. Nicht außer mal irgendwie der Verleinix ist sauer, weil wegen seiner Freundin oder so, aber Kleinigkeit. Aber die sind immer eine Einheit. Mhm. Können wir uns als Davids wirklich solche Absplitterungen, solche Animositäten, solche durchaus menschlichen Querelen leisten? Also ist das nicht immer wieder eine Schwächung, wenn da wieder etwas Neues erfunden wird? Ich meine, Sie haben wahrscheinlich, Sie sind ja mittendrin statt nur dabei, auch diese ganzen Querelen mit diesen Neuwahlen bei den Freunden der Verfassung, und dann gibt es eine neue Liste, und wenn die hat eine riesige Chance, dann treten sie alle zurück und dann gründen sie einen Verein, 3 Tage später gibt es den auch wieder nicht. Immerhin war da noch ein Anwalt dabei. Mhm. Also ich finde manchmal staune ich schon ein bisschen, dass wir das Gefühl hätten, wir haben die Artillerie und die Luftwaffe und die anderen haben die Heugabeln. Aber ich glaube, es ist eher umgekehrt. Wir haben die Heugabeln, oder? Ich würde es mal ganz persönlich so sagen. Was wir sehen, sind große Megavereine, die Sie vorher genannt haben. Die sind zu schnell gewachsen. Also die kamen wahrscheinlich mit der ganzen Organisation am Schluss nicht mehr hinterher, mit den ganzen Anforderungen und so weiter. Das ist immer so auch bei Firmen. Du baust sie auf, am Anfang klein, dann werden sie schnell zu groß und dann, wenn du nicht vorgebaut hast, dann scheitert es am Personal. Genau. Und das ist das Problem, das wir gesehen haben, und deswegen Terra wird nie zentral geleitet werden. Wir sind jetzt der Anfang, aber wir haben ein Konzept, das wir wirklich durchgängig auch so weitergeben werden. Also es werden immer eigenverantwortliche Gemeinschaften sein, die aber trotzdem immer klar verbunden sind. Das heißt, der Informationsweg muss stimmen, und der hat nie gestimmt, auch bei den Freunden der Verfassung nicht. Mhm. Und dann ist auch der menschliche Aspekt, also wir haben gesagt, wenn die Kerngruppe nicht stabil ist, dann nützt der ganze Rest nichts. Ist denn die übergeordnete Kraft oder die Sinnfindung, wir bieten die Stirn, wegen unserer Freiheit, wegen unseren Grundrechten, wegen unserer Gesundheit, wegen unseren insbesondere schulpflichtigen oder universitär tätigen Kindern, wir bieten die Stirn. Ist diese Kraft nicht groß genug, dass man über menschliche Unzulänglichkeiten hinweg sehen könnte? No. Nicht, also aber kein gutes Porträt des, nee, des menschlichen Wolfs. Nein, also die Erfahrung zeigt ja, dass viele Leute in der Schweiz, sorry zu sagen, vielleicht hole ich mir da mal ein paar Nicht-Nettigkeiten rein, aber die meisten Leute sind noch immer in ihrer Komfortzone. Und die Komfortzone bedeutet mein Job, mein Zuhause, mein Geld und so weiter. Also wir wissen zwar, dass wir uns bücken und drehen und wenden, und trotzdem scheint es noch nicht genug zu sein. Kann ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen, und das heißt was.
Aber wenn man doch in dieser Komfortzone ist, warum geht man dann zu URIG oder zu Freunden der Verfassung oder anyway, X zu Terra von mir aus jetzt? Ja. Dann sagt man da, ja, ich habe ja Netflix und ich habe WLAN und genau. Die Regale in der Schweiz. Was reden die immer von Nahrungsmittelkrise? Kaum sind drei Büchsen weg, komme ich nicht mehr durch, weil die mit dem Kärrele kommen und wieder neu auffüllen. Oder? Mhm. Warum gehen Leute, die ihr Wort in Gottes Ohr noch in der Komfortzone sind, doch in eine solche Vereinigung, in einen solchen Verein, Organisation, was auch immer, wo sie wissen, da macht man sich bei den eigenen noch Freunden und Arbeitgebern nicht nur Freunde. Mhm. Das, und dann aber zerstreitet man sich relativ schnell, obwohl man dieses Risiko oder diese Exposition in Kauf nimmt. Das ist das, was ich nicht verstehe. Mhm. Sind das Eitelkeiten oder hat man das Gefühl, man macht dann den großen Sprung in die richtige Politik? Oder was? Ich verstehe das einfach nicht. Oder? Ich glaube, die Grundfrage wäre für mich, glaube ich noch an System? Das wäre die erste Frage. Müsste ich Nein sagen. Die zweite Frage wäre, glaube ich an den Menschen und sein Potenzial? Muss ich ja sagen. Wenn aber ein Mensch sich entschieden hat, im System weiterzugehen, dann ist es eigentlich verlorene Liebesmühe, ihn zu überzeugen. Er wird mit dem gehen, was ist. Mhm. Und die Menschen, die es zu Terra gefunden haben und wahrscheinlich auch in andere Vereinigungen wie Graswurzeln und URIG, das sind Menschen, die sagen oder spüren, dass da was nicht stimmt und dass es nicht einfach wieder geregelt wird. Also sie sind zwar zum Teil noch in der Komfortzone, aber schauen vielleicht schon ein bisschen mehr über den Tellerrand. Mhm. Aber ganz die in der Suppe, die wirst du nicht holen. Wie lange gibt es jetzt Terra? Terra Reinach? Terra Reinach, genau, 3 Monate. 3 Monate. Mhm. Und in diesem, das erste Trimester der Schwangerschaft ist vorbei. Ja. Ist jetzt alles gut, friedlich? Also Sie sagen jetzt unter Eid aus. Ja, mach ich immer. Vor allem so offiziell. Ja, klar. Also ich meine, das Oberste, kommt so zurück. Dort sitzt das oberste Gericht. Er grinst schon, ja, okay. Nein, es hat sich jetzt diese Neuorganisation, um das Wort Abspaltung nicht wieder zu reaktivieren, ist jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen. Hat sich das gelohnt oder rumort? Also wir sind ja ein ehrlicher Sender. Und Ehrlichkeit währt bekanntlich am längsten, haben mir meine Eltern immer gesagt, als sie mich manchmal angelogen haben. hat sich das gelohnt? Ist jetzt da die Harmonie ausgebrochen in Reinach und Umgebung? In Reinach und Umgebung, ja, so weit sind wir noch nicht. Wir haben auch von Büsserach und von Breitenbach Leute dabei, von Muttens und so weiter. Nein, also es ist ein also sehr... Ausländer, also. Genau. Also es ist in der Kerngruppe ganz klar sehr gut angekommen, weil die zogen mit uns alle zusammen. Wir haben eine sehr starke Gruppe. Und die Einstellung ist die, wenn wir in der Gruppe, also im Kern, im Inneren stark sind, uns einig sind, in die gleiche Richtung gehen, dann können wir auch mit den internen Problemen, die es geben könnte, hatten wir bis jetzt nicht, können wir umgehen. Und die Menschen, die zu uns kommen, die sind Teil der Familie geworden, also jetzt schon in den 3-mal Sitzungen, wir mussten Stühle an Stühle an Stühle mehr bringen. Sie werden mit einbezogen in die kleine Familie. Die da sind, die sind aktiv, die sind drin und die wissen, was geht. Eine andere Form von Verein. Okay, also ihr habt jetzt Harmonie, intern keine Querelen und es gibt keine Abspaltung Terra Reinach Süd. Nein. Okay. Nicht absehbar, nein. Jetzt natürlich eigentlich die Kernfrage in groben Zügen, was macht ihr eigentlich? Also wenn jetzt die Regula und der Jörg in dieses Terra Reinach kommen möchten. Was macht ihr dort? Also zuerst kommen Regula und Jörg an einen Kennenlerntreff. Okay. Na? Und den finden Sie, die Daten finden Sie auf der Webseite. Mhm. terrareinach.ch. An diesem Kennenlerntreff erfahren Sie, wie die ganze Organisation läuft,
erfahren auch, was wir bis jetzt gemacht haben. Also das ist immer sehr offen, also wie die Mitglieder zu uns stehen, was wir mit ihnen umsetzen. Es ist sehr transparent und Fragen sind immer willkommen. Das ist ein großer Unterschied auch noch. Wenn die beiden sich dann entscheiden, okay, die Stimmung passt, alles, was sie da erzählt hat, das passt auch für uns, sind sie frei, mit einem Zettel zu uns zu kommen ans nächste Mitgliedertreffen. Dort können sie eine Mitgliedschaft beantragen, die nichts kostet. Also wir sind nicht, ja, sie müssen nichts zahlen. Es ist genau dasselbe mit der Kollekte. Und dann sind sie regulär eigentlich im Kreis dabei. Sie können aber jederzeit nach Spiez gehen und sich dort mit Terra verbinden. Also das ist eine freie Wahl. Wir haben auch in den Statuten einige Sachen, die man noch nachlesen kann, die freier sind, offener als die normalen Vereinsdinger. Also was sie erwartet, ist wirklich eine Atmosphäre, die schon jetzt richtig familiär ist. Und die Gruppen, wie gesagt, werden nicht größer als 100, 150 Maximum. Wir sind am Aufbauen von dieser Gruppe, kann man sagen. Und bis jetzt, auch mit den Mitgliedern, die wir haben, ist mega gut und toll. Ja. Und wenn jetzt der Hansjörg, nicht der Jörg, der Hansjörg aus Bassersdorf kommt und sagt, er möchte Terra, Kloten, Nürnsdorf, Bassersdorf machen, ja, dann muss er 10.000 Franken für eine Lizenz bezahlen, oder wie hat er so viel Geld? Ja, Hansjörg steht hinter dem Schweizer Bankgeheimnis. Okay, gut. Oder was muss Hansjörg oder Jacqueline, die ist aus Nürnsdorf, was müssen die erfüllen und sagen, ja, ihr bekommt diesen, ja, wie nennt man das, diesen Namen oder diesen Brand? Mhm. Ja, ist das gewünscht, dass es Terra, Nürnsdorf, Bassersdorf, Kloten gibt? Ja. Wenn ja, was müssen die erfüllen oder müssen die nicht à fond perdu 10.000, aber eine 7-wöchige Ausbildung auf den Azoren machen mit 1000 Kalorien pro Tag, um dann diese Nürnsdorf, Bassersdorf, Kloten führen zu können? Oder wie multipliziert sich das? Oder wie vermehrt sich das in neuen 150er Gruppen? Mhm. Also ich glaube, mit diesen Anforderungen bleiben wir einer. Nee, also wer gründen möchte, der kann ganz gerne Kontakt aufnehmen mit uns, wenn da 20 Leute zum Beispiel interessiert sind, mehr. Dann kommen wir gerne dorthin, stellen Terra vor. Das ist Schritt 1, weil jeder sollte wissen, um was es geht soweit. Schritt 2, wenn dann die Leute sich schon kennen, was ideal ist, und sie dem Konzept mit dem Verbinden über die ganze Schweiz, aber trotzdem vernetzt sein, einen Rahmen haben, übereinstimmen, dann dürfen die selbstverständlich gründen und dann haben wir die ganzen Unterlagen schon beisammen. Die ganzen Statuten werden terraweit dieselben sein, also da geht niemand bei uns und macht die eigenen, sorry. Und es wird auch so sein, dass es wirklich wie ein Brand ist, also dass die Menschen wissen, okay, das ist Terra. Und das Ziel ist ja, dass wir viele Gruppen haben und zum Beispiel Terra Reinacher können nach Spiez gehen, was jetzt auch passiert. Einer macht eine Ausbildung und muss dann in Thun übernachten und er geht natürlich nach Spiez zum Mitglied in Spiez. Also wir vernetzen auch in dieser Art, das ist gewünscht. Also okay. Jeder, der sich angesprochen fühlt, welcome. Und da wird nicht kontrolliert, wie bei einem Franchise-System, was jetzt Nürnsdorf, Bassersdorf, Kloten gut und falsch macht und dann gibt es Haue. Nein, ich glaube, wenn jemand sich entscheidet, Terra, die Richtlinien an und für sich in den Statuten zu akzeptieren, wenn die stimmen für die Personen, dann ist das mal der Rahmen, der sicher gegeben ist. Und das andere ist, dass man untereinander so oder so vernetzt bleibt. Also man redet miteinander, man trifft sich, auch die Kerngruppenmitglieder. Und das garantiert eben auch ein übergreifendes Konzept. Also dass es nicht nur Reinach ist und Asch und Allesheim, sondern das funktioniert jetzt schon sehr gut auch mit Spiez. Und es gibt keinen Oberterraner oder Terranerin in der Schweiz? Nein. Und einen Presseterraner-Sprecher? Nein, es ist an und für sich so. Von jetzt aus gesehen bin ich diejenige, die das macht, wie ich mich das hier zeige. Aber es soll an und für sich auch jeder Verein für sich selbst Verantwortung übernehmen, im Sinn von Terra. Mhm.
Wenn es dort schwarze Schafe geben wird, steht auch in den Statuten, was das passieren könnte, dann gibt es Ausschluss, ja. Und das erinnert mich an gewisse politische Plakate. Absolut. Die werden dann so rausgekickt. Die kommen sowas von raus dann. Die werden so, ja. Okay. Nein. Ich glaube auch nicht, dass sich die Menschen bei uns einfinden. Also irgendwo ist das okay. Jetzt nochmal zurück zu Jörg und Regula. Die haben jetzt ein Kennenlerntreff besucht und finden alles geile Sicher dort. Mhm. Zu Deutsch alles tolle Leute. Und die wollen mitmachen. Was bekommt man? Also die machen mit, aber was? Ich habe das noch nicht ganz begriffen. Was bietet ihr den Leuten da? Was sind Neudeutsch-Events, die ihr macht? Oder Dienstleistungen, Hilfestellungen? Können Sie da ein bisschen unsere ZuschauerInnen ein bisschen updaten? Informieren? Also Regula wäre das und Hans, die kommen. Ja? Okay. Also, sie kommen an den Mitgliedertreff, da werden so oder so schon aktive Mitglieder angetroffen werden. Dann wird, wer neu kommt, jetzt sicher mal sich reinfühlen müssen, was läuft, wie läuft's. Dann haben wir jetzt neu drei Arbeitsgruppen gegründet, wo Regula sich einbringen könnte, wenn sie zum Beispiel tätig ist in einem der Bereiche. Es geht immer bei Terra darum, etwas zu tun, aktiv zu werden, weil Brainstormen waren die letzten 2 Jahre. Und ich persönlich muss sagen, ich habe nicht viel umgesetzt gesehen. Und wir hätten so viel Potenzial. Jetzt da ganz konkret, Jörg ist offenbar im Moment gerade ausgeschlossen, aber wo kann sich Regula einbringen? Also ist das die Gobelin oder die Makramee-Gruppe Rheinach oder einfach etwas konkreter, tätiger so, oder? Okay, also nehmen wir an, Regula geht in die Gruppe Vorsorge Preppern, weil sie da schon... Vorsorge? Vorsorge und Preppern, also in die Vorsorgegruppe. Okay. Und dort hat sie vielleicht schon einen Survival Retreat gemacht, also sie ist im Wald gewesen, hat schon geschaut, was ich jetzt gemacht habe. Und wenn sie ihre Erfahrungen denen mitbringt oder mitteilt und sie einlädt, auch in den Wald zu kommen, dieselben Erfahrungen mit ihr unter Leitung zu tun und zu erleben, dann wird das publiziert unter den Mitgliedern, hey, sie macht das und das, kommt mit. Mhm. Es hat wirklich ganz viele Skills in den Menschen. Mhm. Und für uns Terra brauchen sie keinen Ausweis, sondern sie müssen sicher sein, was sie tun. Sie müssen mit Herzblut darin sein, also sie müssen brennen für das, was sie wollen. Und das weiterzugeben, das ist die Absicht. Ganz klar, und zwar in allen Bereichen. Es ist nicht nur grün, haben wir auch. Es ist nicht nur Vorsorge, Preppern. Es ist auch spirituell und es kann noch viele, auch die Gesundheitswesen ist bei uns drin. Es hat es in jeder Gruppe Menschen und wir fördern in erster Linie mal die Gruppe. Und was macht ihr als ganze Gruppe? Also das sind ja immer so Untereinheiten, aber gibt es auch Ganzgruppen-Events? Oder? Also die ganze Gruppe ist immer an den Öffentlichen eingeladen und hilft auch mit. Nächstes Event ist das Höhenfeuer in Dornach. Die ganze Gruppe kommt zusammen, wird informiert wie an einer GV. Also wir haben alle 2 Wochen GV. Und dort wird wieder neu bestimmt, wo werden wir aktiv. Da kommt auch noch eine Unterstützung für eine ältere Künstlerin aus Basel, die aufgeben muss, gesundheitshalber. Also das ist der Bereich, wo öffentlich mit einbezogen wird. Also es hat immer 2 Teile. Mhm. Es hat einen öffentlichen Teil, den wir unterstützen, gerne unterstützen. Und es hat einen internen Teil, da kommt man besser vorbei und horcht mal rein, was da geht. Wenn ich jetzt das zusammenfasse mit einem Wort, ist das falsch. Es ist so etwas wie eine Nachbarschaftshilfe. Schweizweit, ja. Ja, aber jetzt in Rheinach. Ja, ja, bleiben wir mal. Jetzt auch schon. Big is beautiful, das hat auch nicht so funktioniert. Aber small is, warten wir's ab. Small is even beautiful, ja. More beautiful. Ist das falsch? Also Nein, es ist eigentlich mehr eine Unterstützung für den Selbstwert, auch in erster Linie für die Menschen. Und wenn du in einer Gruppe anerkannt wirst für das, was du bist, was du hast, gewinnt die ganze Gruppe. Und eines der Hauptmerkmale bei Terra ist genau das. Also wir haben 70-Jährige, die sind super gut drauf. Die bringen sich wirklich toll ein. Wir haben 25-Jährige, die brauchen dasselbe.
Aber du musst gesehen, geschätzt und wahrgenommen werden. Und ich glaube, Terra, ein großes Merkmal liegt genau dort. Und die Menschen fühlen sich dann wohl, wenn diese drei Punkte gegeben sind. Dann gehen wir in die berufliche Schiene. Was machst du da? Was können wir zusammen machen? In welche Richtung können wir zusammengehen? Was ist im Herbst? Ne? Und. Also die menschlichen Faktoren zuerst. Und wie ist das alles? Fronarbeit, also Freiwilligenarbeit oder Charity? Oder ist das Tauschhandel? Oder führt ihr eine eigene Währung ein, also den Reinacher statt den Euro zum Beispiel oder so? Oder wie ist das? Ich meine, das ist ja immer am Schluss bon compte font des bons amis, ja. Oder? Und am Schluss ist immer ein bisschen das Geld, spielt immer eine Rolle, weil wir ja, außer wir steigen total aus, was ich ganz massiv abraten würde, außer man hat unglaublich viel Reserven, aber irgendwo müssen wir immer Rechnungen bezahlen. Und es geht immer ein bisschen ums Geld. Also auch tiefmenschlich, und das möchte ich gar nicht bewerten, es ist so, wie es ist. Wie funktioniert das? Also ist das eine Hand wäscht die andere oder ist das immer ein bilaterales Agreement? Ich mache dir das, du gibst mir das. Oder? Terra Reinach hat noch eine andere Webseite, die heißt Terra Leben. Terra Leben? Ja. Terra Leben hat eine Funktion drauf, also eine Möglichkeit, wo jedes Terra-Mitglied sich einloggen kann und die Fähigkeiten dort auflistet. Jedes andere Terra-Mitglied kann dort nachschauen und dann in diesem Zug unterstützen wir mal in erster Linie mit den Fähigkeiten die Terra-Mitglieder. Das nächste ist, dass wir den Terrino einführen oder eingeführt haben. Da haben wir schon den ersten Workshop gemacht. Also das ist mein Reinacher, ist der Terrino. Genau. Der heißt Terrino. Ich finde, es erinnert mich so an Terrin, aber habe ich sehr gerne. Okay. Oder ein O am Schluss, aber so kann man es sich merken. Terrino, okay. Ja, also und das ist die Terra-Intern-Währung und das war immer so in der Geschichte. Man kann das nachlesen, es hat immer in Krisenzeiten auch Regionalwährungen gegeben, also außer Gold und Silber. Und da haben wir nochmal eine Stufe dazu, die mir persönlich wichtig war. 60 Minuten sind 60 Minuten. Die Wertung der 60 Minuten ist das Wirtschaftssystem. Und mit dem Terrino wollen wir aus diesem System langsam aussteigen, aber es ist eine Spagatzeit. Also alle müssen noch Rechnungen zahlen, solange wir hier wollen. Und bleiben müssen oder dürfen oder sollen. Ne? Aber wir können das so langsam im Verein selbst ablösen. Also wir haben, es ist eine Gutschrift, Tausch, aber auch mit den Waren kann man damit arbeiten. Habt ihr eine Gelddruckmaschine? Jeder hat einen Drucker zu Hause. Ja, und was das interessiert mich brennend. Wie sieht das aus? Hat es da Löwen drauf oder nee, ganz Kopf einfach. Von Engelberger oder irgendwie so? Nee. Nein. Es ist so etwas von simpel. Es gibt ein System, das heißt Minuto. Also der Terrino und der Minuto. Das ist ja, der Minuto, also ich kam von 60 Minuten tauschen, also meine 60 Minuten, deine 60 Minuten. Und dann musste eine Lösung hin, wie man das ein bisschen erweitern kann. Dann habe ich ein Kennenlerntreff gemacht, habe das erwähnt da und dann war eine Frau da, die hat mir gesagt, okay, kennst du Minuto? Nee, kenne ich nicht. Das wäre der Spagat, hat sie gesagt. Hat mir am nächsten Tag gleich noch die E-Mail geschickt, habe das angeschaut, also den Link und dann den Terrino daraus gemacht. Okay. Aber das kann man anfassen, das ist nicht eine Reinach-zentrale digitale Währung. Nein, das kann man anfassen. Wir hatten einen Workshop am Sonntag vor einer Woche mit den Kernmitgliedern. Und am Anfang konnte man den Kopf nicht rumkriegen. Und dann haben wir das Spiel durch eigentlich aufgezogen. Und die, ich muss es immer wieder sagen, die skeptischste Person in unserem Kreis, also die ist richtig gut drauf, die hat am Anfang gesagt, das funktioniert nie. Und es war die Person, die den Kopf rumgekriegt hat, wie es funktioniert. Also, ja, es gibt für Terra-Leute, für Terra-Mitglieder, im gleichen Zug wie wir Terra aufbauen, ein Verzeichnis, wo Leute dann angeben können, da kannst du 60%, 20%, 10% Terrinos angeben für diese und diese Leistung. Und so bauen wir das gleichzeitig auf. Wie viele Stunden investieren Sie in Terra? Reinach? Ja? Sie sind jetzt da. Ja, genau. Ich würde mal sagen, pro Woche.
Pro Woche? Ja. Pro Woche sind es sicher 3 Tage. Also 3 Arbeitstage, so das ja, 20, plus, 24 plus, Stunden. Plus, okay. Ja. Ja. Okay. Aufbau. Gut, also das für mich eine wirklich extrem neue Welt. Das muss ich alles setzen lassen. Ne? Danke mal für die Auskünfte. Mhm, gern. Und die waren alle unter Eid. Ja, man kann mich nageln. Ja, genau. Jetzt eine vielleicht die abschließende Frage. Mal ein bisschen weg von Terra und diesen Organisationen, sondern generell in der Schweiz, in Europa, auf der Welt. Was wird Sie eben mittendrin, was wird so nach den Sommerferien, also Timeline, September, Oktober, November, weiter getraue ich mich gar nicht zu gehen, was kommt auf uns zu? Sie haben auch eine Kristallkugel wie ich, da bin ich ziemlich sicher. Es gibt da einige von denen. Das Gefühl, dass wir Terra so aufbauen und andere Gruppierungen das auch machen, ist eigentlich schon ein Hinweis darauf, dass die meisten in dieselbe Richtung denken, fühlen, nicht genau wissen, weil keiner kann es wirklich wissen. Aber ich sehe es auch so wie die meisten, also im Herbst spätestens müssen wir so aufgestellt sein, dass es nicht wieder so läuft wie letztes Jahr und das Jahr davor. Wir müssen, für Terra gesprochen, die Menschen so vernetzt haben in den Kreisen, dass man sich aufeinander verlässt. Weil was ich nicht gesehen habe, auch bei Urik nicht, ist, dass man sich untereinander aufeinander verlässt. Es ist einfach eine Organisation. Und das war auch bei den anderen großen Gruppierungen oftmals zu sehen, dass es diese Gruppierung schafft, aber diese nicht. Ja. Also ich denke mal, wir gehen auf Zeiten zu, die absolut herausfordern. Und wenn ich es jetzt von der Hypnose her sehe, dann waren es jetzt immer Schritte, die dazu dienten, die Menschen noch weiter irgendwie zurückzustufen. Es ist eine Form von Hypnose, ich wecke dich auf, ich bringe dich wieder runter, ich wecke dich auf, ich bringe dich wieder runter. Und was wir jetzt haben, ist nur eine super Pause. Alle denken, ja toll, es geht da nichts mehr schief, das machen wir jetzt. Und dann, wenn das Schlagbeil kommt im Herbst, und dann werden wir wahrscheinlich alle die Überraschungen aufs Mal bekommen. Ich glaube nicht, dass wir nur ein Szenario haben werden. Also ich glaube nicht, dass es nur die Affen sind, die kommen, sondern ich denke, es werden verschiedene Bomben hochgehen. Mhm. Und das Einzige für mich persönlich, was zählt, sind dann die Menschen, die ich kenne, die im Kreis sind und die wirklich auch sich vorher schon mal Gedanken gemacht haben. Und die anderen muss man sicher auch mit einbeziehen, logischerweise. Aber das wird sich dann zeigen, in welchem Maß. Also wenn es kommt, wie gesagt, ich bin da unschlüssig, eher, dass es kommt wieder, dann habe ich das Gefühl, es geht ganz schnell. Mhm. Also diese Dinge, die sind ja schon in der Schublade, das kann man ganz schnell, kann man wieder einführen, ja. Oder? Und inner Tagen. Ja. Also das wird dann nicht, ja, so nach Weihnachten oder so, sondern nein, wir werden die gleichen Diskussionen. Darum eine Bitte, wirklich eine Bitte, das Höhenfeuer, das muss brennen, dass wir diese gewissen Zertifikate dann dort. Okay. Das wäre doch mal eine Symbolik, oder? Ja, so, genau. Ne? Nicht, keine Bücher, nein, ich liebe Bücher. Schon nicht. Also, aber diese Dinge, das ist ja nicht Literatur, das ist ja irgendwie so. Nee, also dort so eine, wäre der richtige das Platz, wäre ja doch eine symbolische Geschichte. Höhenfeuer mit, ich sag's nicht nochmal, wir wollen ja niemanden provozieren. Okay, vielen Dank. Etwas haben Sie natürlich vergessen vor lauter, was ihr alles macht und Survival und Vorsorge und so weiter. Ihr macht ja auch Kultur. Und da bringe ich jetzt den Werbespot selbst. Ihr macht am 8. September 2022 eine Kabarettvorstellung mit einem Kabarettisten, der mir sehr nahe steht, nämlich mir selber. Genau. Und zwar, wo? In Liestal, also in Liestal. Kantonshauptstadt von Basel-Land. Ja. Hashtag Liestal, nicht No Liestal. Ja. Und dort haben wir einen schönen Raum gefunden und wir denken, das wird ganz toll dort. Gut. Wir lassen uns auch vom Stück überraschen.
weil sie auch grün ist, ne? Also, ja, ich bin Sarkast. Ja, das ist gut. Achtung. Also etwas können Sie mir nicht vorwerfen, liebe Frau Fischer, dass ich da voreingenommen in Diskussionen reingehe, weil dieser 8. September ist nämlich die Premiere meines neuen Stücks, die Kitzekleine Wiese im grünen Paradiese, pünktli. Und etwas müssen Sie mir versprechen, dass es bis dann Terra noch gibt. Ah, logisch. Weil ich bin unter Druck, es ist nicht mehr so weit. Ja, ja. Okay. Nein, also, keine Absichten aufzugeben. Wir werden so im Laufe des Sommers, ich bin ja noch an der Derniere von den Papayas dran, da immer mehr da auch das bekannt zu machen. Mhm. Ihr dürft natürlich ab sofort, selbstverständlich. Sehr gut, ja. Plakat habt ihr alles. Ja. Und ja, ich bin ja gespannt. Ich kenne ja die Leute nicht, die bei euch sind. Ich bin gespannt, was das für ein Abend wird. Und ich mache das gern, mich auch auf Unbekanntes mal einzulassen. Und also vielen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich denke, Sie kommen dann auch vor dem großen Feierabendverkehr wieder gut zurück. Nach Rheinach-Bell. Und I cross my fingers, dass es harmonisch bleibt. Und was ich euch wirklich mitgeben würde, wir müssen uns immer alle an den Ohren nehmen. Eigentlich sind wir alle wahnsinnig kleine Würstli. Mhm. Wir sind irgendwie so irgendwelche Sandkörner, aber wir nehmen uns manchmal als riesige Felsblöcke wahr. Ja. Dabei, was eigentlich mit dem Einzelnen ist, das interessiert, so wie in China ein Reissack umgefallen ist. Mhm. Und das ist die harte Arbeit, sich auch immer wieder zurückzunehmen und sagen, hey, es geht eigentlich um eine übergeordnete Sache und vielleicht hat der jetzt einen schlechten Tag gehabt oder die hat einen schlechten Tag gehabt und so. Und das ist ja alles menschlich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, steht der Mensch ja da bei euch in der Vernetzung des Menschen und ist Herausarbeitens von Fähigkeiten der Menschen im Vordergrund. Absolut. Und ich glaube, eine große Fähigkeit, die der Mensch, fast jeder Mensch, erarbeiten muss, ist das Verzeihen können. Oder? Und als alter Südafrika-Fahrer hatte ich da natürlich ein Weltmeister-Vorbild, nämlich Nelson Mandela. Also wenn man 28 Jahre eingesperrt ist und dann rauskommt und sagt, hey, wir räumen da nicht blutbadmäßig auf, sondern wir nehmen auch von der Peinigerabteilung Leute in die Regierung rein, also das ist dann Hautfarbe bezogen, da muss ich schon sagen, das ist schon eine ganz große Klasse. Und das prägt einem, und wenn man dort war, ich war mehrfach auf Robben Island und in dieser Zelle, wo, und man schläft dort auf einer solchen Matratze mit der Aussicht, dann in einem Kalkbruch 9 Stunden lang sinnlos Steine zu schlagen, ohne Sonnenbrille, was ihm ja auch einiges an Augenlicht gekostet hat, mit sehr karger Nahrung, und dann rauskommt und sagt, so, ich bin jetzt zwar, keine Ahnung, ich glaube 71 und jetzt fangen wir neu an. Mhm. Also, und das wünsche ich uns im Widerstand ganz extrem, dass wir diese Fähigkeit des Verzeihens können, und der hat jetzt mal, die hat was gesagt, das war nicht okay, aber wir haben ein Ziel. Ja, das ist. Dieses Ziel dann runterzunehmen und sagen, Moment, morgen hat den neuen Tag. Ja. Geht das? Ja, versuchen wir es? Ja. Okay. Vielen Dank. Frau Fischer, vielen Dank, viel Glück, toi, 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 und wir werden ja kulturell auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Also, liebe Freunde, mal ein ganz anderes Thema. Ihr seht, ich bin da auch nicht besonders sattelfest, und aber es ist auch ein Zeichen von Kaimi Report, dass wir eben auch solche Dinge bringen und nicht nur die großen, tollen, gigantisch wunderbaren Events, die zum Beispiel in Davos stattfinden. Ja. Morgen Sonntag, liebe Freunde, gibt es einen epischen Salon. Zum Beispiel über dieses großartige Mega-Event in Auf und Davos. Mhm. Also 12 Uhr, bitte wieder einschalten, und ganz ruhig werde ich dort nicht sein. Jetzt aber einen wunderschönen Samstagnachmittag und Abend. Genießt das Wochenende und lasst das mal sacken.
Und nicht immer sofort so wie im Ping-Pong sagen, Ting, Tang, da hat sie recht, da hat sie nicht recht, mhm. da hat sie recht, da hat sie nicht recht. Weil wir Menschen, wir nennen das Denken, dabei machen wir nichts anderes, als permanent unser eigenes Museum da oben zu restaurieren, aber nie Frischluft reinzulassen. Amandla, Avedu, alle Macht uns, dem Souverän, saludos a todos. Danke. Merci.